Guten Morgen, dir jetzt gebührt die Ansprache als Erster hier. Das ist schon mal ganz, ganz richtig hier. Du hast die ganze Arbeit hier jetzt gemacht. Respekt nochmal an die Frauen, das muss man wirklich sagen hier. Ja, ein bisschen was zum Spielen muss sein. So. Guten Tag, der Uwe und die Porn und die kleinen Racker aus Thailand. In der Tat, heute ist das letzte Welpenvideo. Es ist vollbracht. Porn hat es geschafft. Ich sag mal wirklich Porn, um die Welpen groß zu kriegen da. Und sie hat wirklich so viel Zeit und Liebe da reingesteckt, um die Welpen hier groß zu kriegen. Und trotz der paar Unkenrufe, die da gekommen sind, von wegen, wir würden es nicht schaffen, gegen das Virus anzukommen. Die Zeit ist rum. Wir haben jetzt auch schon zweite Mal Impfung ist jetzt fertig. Das haben wir selber gemacht. Das schneide ich gleich noch hier rein. Und auch was in der Woche hier noch so passiert ist, das schneiden wir auch hier noch rein. Was an Höhepunkte in dieser Woche war, der hier bei mir auf dem Arm ist, das ist Daimler. Ja, dazu gibt es auch noch mal eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Er ist ja eigentlich verkauft, Daimler, an einem Deutschen, der jetzt auch auswandern wollte. Und da habe ich jetzt die traurige Nachricht erhalten, er ist gestorben. Erstmal mein Beileid an die Angehörigen und das ist eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Sein letztes Video, was er jetzt gemacht hat, ging noch wegen Stress, was er hat, wegen Stress hier, alles was da so noch kommt hier, was jetzt auf ihn dazukommt, von wegen mit Umzug, ne, und alles Mögliche da, ne. Und er sprach noch von Stress. Jetzt hat er wirklich einen Schlaganfall bekommen und tot. So, jetzt hat Porn hier noch mit der Frau hier in Thailand dann noch telefoniert und wie das da jetzt weitergeht zum jetzigen Zeitpunkt beim Dreh vom Video, weiß ich jetzt noch nicht, wie es da jetzt wirklich weitergeht. Aber ich sag mal so hier, Daimler ist wohl noch übrig dann hier, würde ich wohl sagen. Also der dickste hier, Daimler, wird wohl noch zum... ja, ich hab ihn nämlich extra dann noch hier zugesagt, er kriegt den dicksten hier, ne, dass wir den öfters noch mal sehen können. Der geht ja dann, so muss ich jetzt ja sagen, nach Seca gegangen. Und das ist nicht so weit weg von Porns Elternhaus. Da hätten wir öfters mal vorbeifahren können und ihn noch mal anschauen, wie er hier dann sich entwickelt hat. Das wäre für mich sehr interessant geworden. Ja, schade, muss ich sagen. Also wirklich traurige Geschichte, dass es dann so schnell endet. Die Auswanderungswünsche. Traurige Geschichte, muss ich sagen, ja. Ja, jetzt bist du auch traurig hier, gell? Dicker hier. Aber wir können dich hier mal gleich mal auf die Waage schmeißen, wo du schon mal hier bist, hier bei mir auf dem Arm hier. Nee. 6 Kilo. 6 Kilo, ja gut, erst der dickste, ne? Erst der dickste hier, gell? Der dickste hier. Von die, 5, oder? Letztes Mal war 5, ja? Letztes Mal war 5. 6 Kilo. Wahnsinn! Also, Halsbänder haben sie auch dran jetzt bekommen. Warum, wieso, weshalb, das zeige ich gleich hier noch. Wegen der Impfung da, dass wir das nicht durcheinander kriegen. Und haben es gut überstanden, würde ich sagen. Sieht also gut aus, ebenfalls wieder. Keinerlei Nebenwirkungen, weiterhin kämpfen und spielen und toben. Und jawohl, gib ihm alles hier. Das sieht gut aus hier. Dann, wo ist noch Dori und Diva? Das sind die mit den roten Halsbändern, ne? Das sind die zwei. Die haben wir nämlich die beiden selben gegeben hier. So, zack. Ja, genau. Die zwei Damen hier im Team am Kämpfen. Guck mal. Also sieht gut aus, ja. Die beiden Damen hier verkloppen einen Herren hier.
Das dürft ihr aber auch nicht machen, gell? Hier eben im Rudel schon arbeiten hier, gell? Das dürft ihr auch nicht hier. Ja, also. Sieht alles gut aus, haben sie alle gut. Da ist doch die da oben drüber. Guck mal hier, die Dame ist oben drüber und der Herr ist unten drunter. Ja, darf der das? Hä? Diva! Sag mal! Ja, also sieht gut aus, muss ich sagen. Also die haben es gut überstanden. Keinerlei Nebenwirkungen, ne? Also ich sehe da auch nichts, nur dass da was irgendwie an Nebenwirkungen war. Gar nichts, ne? Muss ich sagen. Nichts, dass man sagt, hier von Tierarzt sagt, ja, könnte Fieber auftreten, könnte ein bisschen schlapp sein, könnte ein bisschen, ne? Aber absolut nicht, ne? Ach so, dann, was hier auch noch war, das war auch noch eine interessante Story hier. Das ist hier die. Gucken im Video. Die Wand, ach so, ist eben mit Video dran. Ja. Ist eben mit Video dran, ach so. Ja gut, dann brauche ich nicht so viel erzählen. Vielleicht nochmal, wie ich das da jetzt gemerkt habe. Frühstückszeit, ich sitze da an meinem Tisch und höre auf einmal Kratzen an der Tür hier. So, und ich zähle meine Hunde durch, die hier im Wohnzimmer liegen. Da liegt der Adolf neben mir. Ich denke, ja, okay, gut, das ist schon mal richtig. Wo ist Kira? Die steht bestimmt vor der Tür. Nee, die liegt vor dem Tisch. Ella? Ella ist auch da. Wer kratzt denn an der Tür? Und da wusste ich ja schon, was da passiert ist. Ne? Also die Katze kommt ja hier nicht rein, anderer Hund kommt hier auch nicht rein. Es muss was anderes gewesen sein. Ja, ich dann geguckt, hier machen sich alle vor der Tür. Ich schreie nach vorne, Hilfe, Hilfe, Welpen einfangen, Hilfe, Hilfe. Ja, dann haben wir sie erstmal hier dann wieder reingestopft dann da. Und dann habe ich ganz schnell noch hier vor der Morgentoilette noch hier mit der Kreissäge noch das Ding da ausgesägt, was wir noch hatten an Restholz hier. Kommt übrigens auch noch ein Video dazu, was sie mit der Platte jetzt gemacht haben. Aber auf jeden Fall dann eben mal eine Notreparatur gemacht und das Loch dazu gemacht. Das heißt für uns nächste Mal, also der Vogeldraht, der muss weg, da muss ein anderer Draht dran. Ne? Also das funktioniert nicht, würde ich mal sagen. Gell? Guck mal, da ist jetzt hinter verrückt, guck mal hier, guck mal, guck mal. Ach so, hast du viel im Video, hast du viel Bild, wieder ein langes Video. Hast du so viel gemacht? Ich habe noch gar nicht geschnitten. Ich habe noch gar nicht. Na gut, muss ich noch machen. Haben wir noch mehr jetzt zum Wiegen hier. Wer ist das hier? Drago in Blau. 5,2 Drago. Django. Stimmung hier. Django. 5,2 auch so. Dori und Tiva. Kannst du überhaupt noch tragen? Hä? Kannst du überhaupt noch tragen? Hä? Kea noch einmal. Aber normalerweise gucken sie langweilig. Ja. Gucken wir da Fighting mit Mann. Hey. Nur guck mal. Nur guck. Nur guck. Nur guck nicht. Dün, dün, dün. Ja, besser, besser, besser. Viva. Ich bin schick, Dani, will ich auf die Kamera drauf. Oh, sind die süß. Wir hatten nur zwei Damen, ehrlich gesagt. Wir hatten nur zwei Damen. Alle sind dort auch ein Mann, ne? Ja, waren nur zwei Damen drin, ehrlich gesagt. In dem ganzen Wurf. Schön. Dori. Sick. Auch 5, auf 5, Leute. Aha. 5, boah. Irgendwas. Diva? Die sind gleich. Ja. Die ist ein bisschen kleiner. 5. Nein, die sind gleich. Die sind gleich. Wer ist da wieder so? Hä? Wer macht hier wieder Terror hier? Terroristen?
Ja, noch ein. Diabolo. Diabolo. 5,5. Oder? Oder 5,5? Oder auch fast 6 Kilo. Fast 6 Kilo. Ey, geil, ey. Fast 6 Kilo. Ey, geil. Don Corleone. Du bist ja kleiner wie die Dame hier. Du hast den falschen Namen mit Don. 5 Kilo. Dino, der Gelbe. Dino. Nicht ganz schwer. Nicht ganz schwer, nee. Der ist leichter wie die Dame, das gibt's doch gar nicht. Ja, er ist der leichteste hier. 4,8. Noch Maniküre auch noch machen. Oh, Maniküre hier. Oh. Ja, mehr hätte. Nicht ganz so viel, nur ein bisschen. Gibt's im Hundeshop. 50 Bart. 50 Bart. 50 Bart. Alles okay. Der letzte ist Dave. Dave. Das ist auch fett. 5,5 hat er auch hier. Das erste Mal, wo wir die jetzt gewogen haben, waren die zwischen 510 und 872. Daimler hatte schon damals 872. Diabolo war der kleinste mit 710. Der hat es, ich habe jetzt gemacht, auf 5,8 Kilo. Passt. Und jetzt haben wir zwischen 5 und 6 Kilo, was die haben. Richtig, sag Bescheid. Sehr schön. Also ihr seht, ne, was da für Kraft in dem Futter wirklich drinsteckt. Und Kira... Eine Sache, 7,500 Gramm. Eine Sache. Ja, ein Sack. 725 Bar hat 5 Sacken. Fünf Sack haben wir auf. Ja. 5 Sack vorne und alles aufgeschrieben, von wegen mit Haushaltsbuch führen. Sehr gut gemacht, jawohl. Also 5 Säcke an Welpenfutter haben wir weg. Und wir mussten gestern also wirklich dringendst nochmal in die Stadt fahren. Also jetzt, das war nötig, weil wir hatten nichts mehr da. Keine Ziegenmilch mehr da und Futter war auch da schon wieder leer. Und wir mussten also da wirklich notgedrungen hinfahren. Gott sei Dank hatten wir Strom gehabt. Konnten wir die Klima dann laufen lassen, weil wenn Klima nicht da ist, dann sind die am Schimpfen hier, ne? Verstehst du da, ne? Also, mussten wir dringend nochmal los, nochmal Welpenfutter kaufen, nochmal Ziegen und Milch kaufen, die haben Hunger, ne? Und das, was Kira jetzt da noch bringt an Milch, das ist jetzt nicht mehr ausreichend, schon lange nicht mehr, ne? Also, hab schon wieder Hunger, ja? Hörst du was vom Schwätzen hier oder was hier, vom Essen hier, also... Reicht also bei weitem nicht, ne, was Kira noch hat. War aber für mich sehr wichtig, dass es weiterhin gibt, von wegen mit Abwehrstoffe drin, was in der Muttermilch ja drin ist, ne, um das nochmal zusätzlich zu geben. Und wir haben es richtig so gemacht mit dem Stahl hier drin, dass die auch nicht rauskommen. Das war auch richtig und wir müssen das in Zukunft noch weiterhin so machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dieses Parvovirus ist leider in Thailand weit verbreitet und es ist eine Seuche, ehrlich, ich sage euch das wirklich, wenn ihr jetzt Welpen habt, passt drauf auf, ne, und macht es so, dass die Hunde nicht im Dreck wühlen, dass die Hunde vor allen Dingen nicht mit anderen Hunden in jetzt Kontakt kommen, das ist nochmal ganz wichtig, die Welpen jetzt, ne, und dass man die dann erstmal isoliert, um wirklich sicher zu gehen, ne. Ich bin kein Tierarzt, aber ich habe so vom Tierarzt so gehört und er sagte, so ist richtig und so musst du es machen. Natürlich wäre es schöner jetzt geworden, wenn wir sie hätten wieder freilaufen lassen können. Dass wir hatten ja damals den Freilauf gemacht,
draußen, so einen Zaun auf der Wiese drauf, da weißt du, dass sie dann da rumwühlen konnten. Und das war der Fehler gewesen. Hätten wir das nicht gemacht damals, dass wir die hätten dann nach draußen, ich habe bei den Welpenstall damals noch jetzt gemauert, dass die draußen sind und dass, ja, ne, dass die einfach draußen sind dann. Ne? Und das war falsch gewesen. Dürfte nicht machen, ne? Hier in Thailand. Also so drinnen lassen. Schöner wäre es natürlich gewesen, das ist schon richtig, dass die auch mit den anderen Hunden jetzt hier Kontakt gehabt hätten. Mit Adolf und mit Ella noch, aber das haben wir strikt unterbunden, dass hier keiner reinkommt. Und besser, schöner wäre es gewesen, das ist richtig, aber wir wollten sie ja überleben haben und das ist uns jetzt gelungen. Und auch hier für die neuen Besitzer, guckt danach, dass sie noch die erste Zeit nicht mit anderen Hunden in jetzt Kontakt kommen. Haltet sie noch fern mit davon, bis die Impfung mal jetzt richtig wirkt. Also wie gesagt, wir haben die jetzt am Sonntag geimpft. Wenn ihr sie abholt, ist eine Woche später. Gibt nochmal noch eine Woche Zeit, bis sie dann endlich mal, vielleicht mal langsam mal nach draußen können und vielleicht anderen Hunde Kontakt haben. Aber ich würde es wirklich noch vermeiden. Ich habe wirklich, also ich bin noch immer von dem Drama letzte Mal geprägt und es hat mich also wirklich hart getroffen. Also passt drauf auf, dass sie nicht andere Hunde so Kontakt haben. Ihr wisst, die Straßenhunde hier, die haben keinerlei Impfung, die haben keinerlei, da kümmert sich keiner drum. Und das ist das, was auch die Seuche da so rumbringt, diese Straßenhunde, wo sich keiner darum kümmert, keinerlei Impfung. Und das sind verwilderte Hunde und die bringen die ganzen Krankheiten rum. Habt davor wirklich Respekt und guckt danach, dass die Hunde noch separat sind. Die sind noch jung, okay? Also das nochmal dazu. Ja, gut, aber jetzt schneiden wir das mal rein, was sie jetzt da geimpft haben und was die Woche so noch war. Gibt wieder ein langes Video heute, wa? Ist das letzte Video heute. Heute können wir nochmal richtig nochmal rausschauen von der Zeit, gell? Also, guckst du.
Was ist da los? Was ist da los bei euch hier? Was ist da los? Was macht ihr da für Dummheit hier? Kehr noch im Mund. Muss ich erst hier schimpfen oder was hier? Was ist denn da los mit euch so, ihr kleine Rocker? Sag mal, hoch geht's da. Hier ist ja ihr Durcheinander hier. Euch mit Zucht in Ordnung. Ja, den neuen Eigentümern viel Spaß bei der Erziehung. Abendspielen. Da ist noch was Lumsi da, du Kehr noch geholt. Der Zaun ist auch verdient. Langsam gefunden. Oder warst du hier? Ey, mach keinen Scheiß hier, du. Ey. Du, wenn du da rauskommst, du. Hosenmatz. Also, dem geht's gut, das alte Handy. Was haben wir da für Kraftfutter bekommen, du? Nichts mehr normal. Thank you.
diese Frau und diese andere Frau. Eine Gallon. Dinkenwasser. Mit bisschen Futter. Hi. Guck mal vor dem Frühstück. So, Frau Doktor, Vorbereitungen treffen. Das geht so. Anfang diese. Kann ich kaufen? Kann man nicht kaufen? Nein. Gibt es nur beim Doktor? Ja. Dann erste wie Spritzen. Spritzen ist gut. Ja, dann so. Second. Genau, das war am 9. September, genau, 9. September. Da war Ärger da und heute ist er ja nicht da, weil er muss ja Schulung Bangkok. Schön, mit seiner Gattin. Jetzt haben wir also dann hier die Zettel. Hier ist der Zettel. In der Flasche. Mhm. Already. Dann Powder. Ja. Und die Wasser. Ja. Das musst du jetzt Mixi-Mixi machen. Mixi-Mixi machen. Ja. Also warum eigentlich jedes Mal hier bei der Aufnahme jemand anruft, das ist immer geil, oder? Ja? Juban! Post. Erledigt. Jetzt geht's hier weiter. Schon fertig. Das heißt, hier Zettel. Oh, misslich. Naja, macht doch nichts. Nein, falsch. So. Ruhig bleiben, mein Schatz, ruhig bleiben. So. Frau Doktor. Oder ich bin schon schwindelig mit dem Zucker. Oder? Vielleicht tut es auch ein Wodka. Wodka. Da ist aber kein Wodka da drin. Also das muss alles raus, das ist immer blöd mit der Luft also drin. Ja. Dann kommt das da rein und dann mixi. So. Ui, hat so viel Luft. Ja, das weiß ich ja. 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 Ui.
Nein, guck mal. Bruder, bitte. Schön. Diese Seite. Zack. Hast du schon geschüttelt? Ja, schon spitzen. Jetzt. So, das war ja einfach. Frau Doktor, heute mit Brille, ja? Ja. Sehr schön. Ganz schwerig weh. Ja, klar. Wahnsinn. Deswegen bist du auch Frau Doktor. Kernhormon. Also, alles aufziehen. Already. Meine Güte, du, da warst du eine Stunde jetzt dabei oder wart hier, du? Geh, ey, Frau Doktor. So, Pillen liegen auch da für Entwurmung. Ja. Ja, dicke Dinger, du, leck mir am Dingens da. Aber ich, du kriegst keine heute, nein, du kriegst heute keine, nein, nein. Ich will, Papa, du kriegst heute keine hier. Ich will Wasser mit, wie so, wie wir kochen, schmucken, dann spritzen die Wasser. Ah, gute Idee. Gute Idee. Ich muss um so langsam die Spitze. So. Jetzt werden wir anfangen. Nee. Du darfst anfangen. Oh nee. Kira geht, muss noch raus. Kira muss noch raus. Kira, Kira, komm her. Kira muss noch raus. Kira raus. Wow, warten. So. Ui. Frau oder Mann? Check. Mann. Mann. Ui. So. Warum? Ah. Erstmal du an. Nee, noch nicht. Du musst richtig tief rein. Gut gemacht. Zeig Bande, mehr Bande. Ihr kommt alle dran. Ihr kommt alle dran. Kleine Robo. Aber nicht mit der Spritze abrutschen und mit dem Ding rein. Und ballern hier. Gut gemacht. Kriegst du noch ein Bändli, kriegst du auch noch ein Bändli.
Frau Doktor hier. Alles gut. Geht nicht. Ah, einfach. Was ist denn da? Wenn da, dann man dann geht dann nicht. Oh, nee. Ja, ist zu locker. Zu locker. Wäre natürlich jetzt misslich, weißt du, wenn die Armbänder, die Halsbänder jetzt auf einmal abrutschen täten. Okay. Fertig! Fertig! Jetzt hat's geschluckt? Ja. Gut. Gesundheit bleiben. Ha! Nächste. Boah. Wie viel Kilo haben die denn schon, du Heiland? Sag noch einmal. Tila, wie viel Kilo haben die? Hi, Dori. Ach, die Dame schon. Die ist aber fett geworden, ehrlich. Du. Nee, kommt wieder raus. Wahnsinn. Ja, die sagen jetzt, wieso hast du ein Halsband, Dominik, nicht, ey. Hat alles jede. Oh, jetzt guck's aber, Zottli. Muss ich anders halten? Was mache ich falsch? Nicht falsch, aber normalerweise du nicht gucken. Du hast Angst. Was mache ich falsch? Nicht gar nicht. Aber keiner jault, ne? So. Keiner jault. Sitzen, Luke. Dori. Dori war das heute, ja, war Dori schon. Aha. Du bist fett geworden, ehrlich du. Mhm.
Gori, fertig? Gut. Nächste. Komm her. Komm her, du. Komm her, du. Komm her, du. Okay, wenn du zuerst willst, dann komm du zuerst. Mann? Mann. Boah, spucken, Ari. Spucken. Kollege, schlucken, nicht spucken. Nee. Nein, nein. Heute hat schon Kraft, du. Wie? Ja. Da. Puss. Der hat schon Kraft, du. Wieder raus. Stopp. Oui. Dann umtauschen. Es gab eine mehr? Ja. Oh, Finger. Finger beißen. Alles gut? Genug gehen. Alles gut? Scheiße. Gut gemacht. Essen, Luke, essen. Hm? Bei mir, bei mir. Aber, aber. Nee, noch nicht. Nee. Gut, mach ich auch nicht, wenn er mit Zunge schlubbert. Geht's ja auch, ne? Nee, ja, hier, du, ja, hier. Och, Kerl. เก่งแฮะมันคือเก่งแฮะดินี่น่ะฮะมันคือเก่งแฮะเบิ่งบอนสิบอนสิเอ้ยAlles gut, alles gut. Ja, Luke, ja, 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 เบิ่งดีโอ้ดูบิซ่าบะ schwierig ตัวschwierig ne schwieriger noch als Impfung
mit dem Ding da dran, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen die Kugel abmachen. Die Kugel abmachen. Putzen. Ja. Schwierig, ne? Nee. Ich hab gehört von Kau. Eng. Ist die Kugel runter? Ja. Chelak, die sind alle verrückt. Die sind alle verrückt hier. Jetzt komm her. Nächste. Komm her, du. Warte, wer bist du denn? Oi. Oi. Guck, Mann. Hinein. Gar nicht viel Fragen. Stecken, schlucken. Die beißen. Noch nichts fertig. Die beißen an die Gebänder. Alle Sorte. Hoffentlich halten die noch so lange, bis wir hier durch sind. Du. Bitte Wasser. Wir können das nicht machen mit die Halsbänder. Die beißen die. Daddy, alles gut. Alles gut. Mal neugierig, ne? Hey, gut. Gut. Fertig? Gut gemacht. Hey. Gut gemacht, drauf geschissen. Gar nicht gut gemacht. Die Bänder sind es, ehrlich du. Ja, warte, ein bisschen fertig. Ja. Neugierig. Wenn der Look. Der Story. Das ist Dori gewesen. Mit der Pille ist verdammt schwer, du. Wollen Sie nicht schlucken. Bündi. Thank you.
Kim, du, Kim, 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 Kim. Kinder, alles gut. Bummi Yang, ich hab da nicht Kim kaule. Na. Bummi, mehr Bummi? Mehr Bummi? Nein. Das hält nicht mit den Bändern, hält nicht. Das hält nicht. Das hält nicht. Die müssen raus. Ja. Sie müssen raus. Die ist schwarz. Mama, Dolly, mach einmal her. Komm her. Sie müssen raus. Komm zu mir. Die ist schwarz nicht gesehen, oder? Die schwarz nicht gesehen. Hey? Ich auch nicht. Nein. Ja. Doch, auch raus. Mami. Auch raus. Guck mal, Medizin. So. Sei denn nicht mehr, Bunde. Hunde. Oi, Munga. Aber es ist schon alleine. Ja. Au! Ich beiße mit dem Socken. Ja, Frau Doktor. Nun, so sagen Sie, ich kann so. Guck, die Bänder werden nicht lange halten, ne? Die kauen schon drauf, jetzt gegenseitig, und es wird nicht lange halten. So, Kollege. Mahlzeit. Mann. Sieger. Weg. Ja. Echt? Ey. Nee, Halsband. Oh, vergiss es.
Papa, die Frau von Papa. Ui, nee. Auf die Nachbarn. Komm her. Oh, du bist auch fett. Du bist auch fett hier. Du bist auch ein Fettsack. Marmelade, Kacke in. Ui. Oh, bei Kula. Wattenstress. Wattenstress, Kinder. Wattenstress hier. Kämpfen, kämpfen, kämpfen mit Blut Gott. Kira, nein. Nehmen wir gleich die drei raus und dann machen wir die anderen rein hier. Ja. Ja, spritzen. Genau, den erstmal spritzen. Dann kommen die da wieder rein hier. Meine Güte, du. Hier ist was los, du. Hier ist was. Bestimmt Timeline, nicht so fett wie der ist hier. Ah. Ja, weil die anderen Kabel unten umspielen hier. So, dicker. Was soll ich tun? Nein, wie soll ich mir gucken? Okay. So, jetzt würde ich sagen, kommen jetzt raus, die hier. Ja. Der kommt jetzt raus. Komm her. Du kommst auch raus. Genau, du kommst auch raus. Du kommst auch raus. So. Nee, falsch. Der da. Gut, er muss raus. Er hier. Ich hab. Ui. Drei. Stimmt? Drei, ja. Oh, okay, ist das ein Stress hier. Ist das ein Stress hier? Das ist Diva. Check mal. Das muss die was. Bye.
Kenne. Doch, ja, Klimaanlage läuft, Dilan. Klimaanlage läuft. Was Stress? Was Stress hier? Schlucken, nicht spucken. Die Doktor hat gesagt, ganz einfach. Bundi? Geht. Oh. Mami, du, Mami, Mami. Zwei. Einfacher wie Bumsen. Und du lass meinen Socken hier. Jukawa. Hast du auch die Luft raus beim Spritzen? Ja. Ja? Richtig. Ja. Das ist auch nicht richtig. Geht nicht, dass du alles hier jetzt einspritzt. Ja, spritze. Ja. Cool. Oh, Spaß. Spaß auf der Beerdigung. Komm her, du. Oh. So. Wer bist du jetzt? Guck mal. Aha. Diva. Diva. Jetzt kommst du dran hier, Diva. Die wollte letztes Mal nicht schlucken. Letztes Mal wollte sie nicht schlucken hier. Tante Diva. Und eine Person hat sie, ne? Ohne. Letztes Mal wollte es auch nicht schlucken. Echt? Oh, Gott sei Dank. Was ein Spaß, du. Hallo. Spaß alleine, guck mal. Ja. Wow, das sieht ich gleich. Nee. Ja, okay. Mach so, dann.
Na, ไปเฮ็ดหยังฮะนะมาดิเอ้ยที่มาว่าอันขนาบันดูพูดไม่นี่แข็งแล้วจ้ะไม่Komm her, Drago. Komm her, Drago, alter Hengst. Alter Hengst. Oh, ist der fett. Oh, ist der fett. Die Lack ist der fett. Jeden Kacke lernen wir den. Noch nicht essen, Medizin kommen wir. Schön war nämlich Kack. Weiß er nicht. Sei mehr beim Du? Fertig. Fertig, Gott sei Dank. Weißt du mal, das ist eklig. Ja. Der letzte ist Daimler. Du kannst die Karte nicht mehr. Ach so. Ja. Alle Juppe. Bentley. Haben wir noch eins? Nicht so eng. Guck. Grün die hier, ne? Kaufen müssen, gucken, wie viel sind. Das ist nicht mehr, das sind keine Katzen, ne? Das sind normal sind das Katzen Halsbänder. Geht? Boah. Eng. Geht nicht. Ist zu eng. Dann kriegt er keinen. Der ist so fett, der kriegt keinen. Nee. Es ist zu eng. Okay. Daimler, du hast Glück, du bist zu fett, du kriegst keinen. So. Warte! Was hier denn er? Medizin. Alles cool, du, alle Juck, oder? Aha. Die Medizin schon laufen, die. Okay, ja. Was stresst du? Wichtig, ja. Was stresst du? Mama, nicht? Mama, du kannst aber nicht? Okay. Hup. Oh. Okay, noch einmal. Tilak. Das machen wir auch nicht jeden Tag, oder? Alles gut, alles gut. Gut. Fertig. Fertig mit der Welt. Eieiei. Jungs und Mädchens, das war jetzt wirklich in der Tat das letzte Welpenvideo. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische, aber nicht hier mit den Welpen. Wir machen dann was anderes, ist klar. Ich würde sagen, das war's für heute.
immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und die kleinen Racker natürlich nicht zu vergessen. Und tschüssle, ciao. Und tschüssle, ciao.